Brote. Richtig gutes Essen. Argentinien liebt dich. Das ist eine coole Etikette. Kostet 3,50. Wie alle anderen auch etwa. Okay. Yes, wird mal echter Käse. Ich glaube, sie können auch reinmachen. Ich liebe Argentinien. Ein Kilo T-Bone Steak für 4,5 Stutz. Aber dafür hat es keinen Natürjoghurt. Gibt es halt Eperjoghurt. Auf unserer Reise auf der Panamericana wären wir fast zu überzeugten Vegetarier geworden. Jetzt, wo wir in Argentinien sind, hat sich das Blatt gewendet und wir erfreuen uns endlich wieder an gutem Essen. Aber natürlich ist es nicht lang gegangen und wir haben alle der Reihe nach eine neue Magen-Darm-Geschichte auskuriert. Ja, so ist manchmal das Leben als Overlander in Südamerika. So, jetzt haben wir wieder mal schnell noch Dieselluft gefüllt. Zwar nur irgendwie 20 Liter. Aber wir gehen jetzt etwa auf 500-600 km Offroad. Von dem her ist es gut, wenn wir voll sind. Von was? Von guten 3 Monaten miteinander reisen. Es ist ein schöner Sonntagmorgen und heute geht der Ära zu Ende. Janik und Sonja werden heute noch bis am Mittag mit uns fahren. Nachher werden wir uns aufsplitten, sehr wahrscheinlich für längere Zeit, weil sie dann noch auf Chile Richtung Santiago müssen. Und wir werden das auslassen, wir werden erst später südlich nach Chile fahren. Es ist schon Wahnsinn, wie viel wir zusammen erlebt haben. Im Süden von Kolumbien sind wir die Strasse Trampolin de la Muerte gefahren. Dann sind wir auf Ecuador eingereist und direkt zu der Finca Sommerwind. Natürlich haben wir auch viel zum Wandern gehabt. Als erstes ist der Cotopaxi-Vulkan auf dem Plan gestanden. Wir alle sind dort zum ersten Mal auf 5000 Meter aufgewandert. Ein bisschen weiter südlich sind wir um die Laguna Quilatoa gelaufen. Auf dem Vulkan Chimborazo haben wir dann unseren persönlichen Höhenrekord gebrochen und sind auf 5100 Meter gelaufen. In Peru sind wir zuerst durch den Canyon del Pato und dann zusammen mit Yoda Travels hoch auf in die Anden durch eine wahnsinnige Bergwelt und zu wunderschönen Lagune. Ein bisschen weiter südlich, zurück im Grünen, sind Sonja und Steffi auf den Machu Picchu gewandert. Zusammen sind wir noch den Rainbow Mountain bewundern und dann sind wir schon an der Grenze zu Bolivien gestanden. Einmal schnell über den Titicacasee mit der Fähre und dann sind wir auf La Paz gekommen. Sonja und Marco haben sich der Herausforderung gestellt, einen 6000er Berg zu besteigen. In Bolivien darf natürlich der Besuch von der Salar de Uyuni nicht fehlen. Und die Lagunenroute war, glaube ich, von allen von uns ein riesen Highlight gewesen. Für einen kurzen Moment sind wir auf Chile in der Atacama-Wüste und zum Schluss im Norden von Argentinien durch weitere Wüstenlandschaften gefahren. Und dann haben wir uns müssen verabschieden. Aber womöglich nicht für lange. Wir werden es sehen. Thank you.
sind immer noch auf der Offroad-Strecke. Wobei Offroad kann man dem nicht wirklich sagen. Die letzten paar Tage war es mehr einfach eine gute Schotterstrasse. Was auch okay ist, man konnte doch mit 80 Köpfen über die Strasse hinsausen, was auch mal schön ist. Der erste Teil der Offroad-Strecke wird wahrscheinlich etwas herausfordernder. Wir wissen nicht recht, wie es aussieht und ob wir es überhaupt hinbringen. Darum sind wir sehr gespannt. Aber anscheinend ist es auch der schönste Teil der ganzen Strecke. Wir haben hier einen wunderschönen Übernachtungsplatz gefunden, zwischen einem Vulkan und einer Lagune mit vielen Flamingos und Alpakas. Es hat richtig viel Sand. Mega schön. Und schon wieder geht der Nera zu Ende. Wir sind jetzt auf 4300 Meter. Wir werden hier zu Mittag machen. Und ab da geht es nur noch runter. Und ich glaube, den Rest der Reise werden wir nie mehr auf 4000 kommen. Der höhere Teil der Anden ist vorbei. Patagonien ist nicht mehr so hoch. Das heisst, nicht mehr akklimatisieren. Ja, das ist irgendwie speziell. Wir sind recht lange auf 4000 unterwegs gewesen. Das ist ganz schön weich und glücklicherweise geht es durch. Das ist sicher von Vorteil. Die Vegetation hat sich in der letzten halben Stunde krass verändert. Von Sand und Berg und Stein zu auch Stein und auch Sand. Aber jetzt ist alles grün. Jetzt wächst auf einmal alles gerade. Perfekt. Und für dich zu warm? Ja, für die Sonja ist es jetzt kalt. Aber es ist bedeutend wärmer als letztes Mal. Das ist ein Hotspot. Hey, Leif, findest du es auch gut? Ja, so ein bisschen heiß. Der letzte Teil der Offroad-Strecke führt jetzt entlang vom Fluss oder respektive durch den Fluss, Flussbett rein. Das heisst, es sei der schwierigste Teil. Bis jetzt war alles kein Problem, aber die Strasse ist auch schön. Ich nehme an, das kann auch gut ändern. Wir haben wirklich viel Wildes über die Offroad-Strecke gehört. Aber wie so oft auf unserer Reise hat sich das als nicht ganz so schlimm bewahrheitet. Der Onkel Benz hat die 550 km einmal mit Bravour gemeistert. So, aber jetzt wird es Zeit, dass wir zügig nach Süden kommen. Halt immer im Sommer nach. Okay, dann kommt es voll mit Diesel.